Habe ich hier noch was? Nee. Ah doch, hier ist noch was. Haha. Ah, ich hasse es. Okay. Verbinde die roten Kugeln mit den roten Drähten, die grünen mit den grünen. Huch, ich hab's geschafft. Ich weiß gar nicht wie, aber ich hab's geschafft. Ich bin so gut. Oh. Alter! Man kann auch übertreiben. Ich hab bestimmt wieder schöne viele tausend Seiten mehr. Ja, das hatte ich schon alles. Der Sprengstoff war gewaltiger, als ich dachte. Das Bad wurde komplett zerstört und der Spalt in der Wand ist nun ein klaffendes Loch. Zum Glück war ich geistesgegenwärtig genug, die Bombe vom Flur aus zu zünden. Nun kann ich das Arbeitszimmer betreten. Dieser Raum ist Arbeitszimmer und Frankensteins Labor in einem. Doch all meine Hoffnungen lösten sich in nichts auf, als ich den Zeugen sah. Der Mann im Sessel hatte keinen Kopf. Voids Geheimnisse sind bei ihm so gut aufgehoben. Ah, ich schaute durch das Fenster in der Stahltür, durch die der Geist gegangen war. In dem Arbeitszimmer saß ein Mann, der mir den Rücken zugewandt hatte. Hatte ich endlich einen lebendigen Zeugen? Ich muss irgendwie hineingehen, doch die Tür hat weder Schloss noch Klinke. Es muss einen anderen Weg gehen. Da etwa ist... Ach ja, genau, das hatten wir ja schon. Ach hier. Badezimmer scheint als Chemielabor missbraucht worden zu sein. Eines der Experimente muss den Riss in zum Arbeitszimmer zur Folge gehabt zu haben. Wenn ich die Wand zerstöre, dann kann ich mit dem Mann im Sessel sprechen.
Der Aufzugsschacht wurde offenbar in einem Turm gebaut. Das Hotel befindet sich anscheinend über einer alten Festung. Der Grund des Schachts wurde geflutet. Ich kann ihn ohne Tauchausrüstung nicht untersuchen. Ja gut. Was ist das hier? Okay, hier fehlt wieder Zeugs. Was ist das hier? Jemand hat Malheurs Augen mit einer Zigarette ausgebrannt. Was ist das hier? Oh. Experiment. Hashtag. Hashtag. Hashtag 665. Ich habe das Gefühl, ich rutsche auch immer weiter in meinen Sitz rein. Anstatt aufrecht zu sitzen. So. Ich habe das Gefühl, wir kommen dem Ende näher. Ach, bald 3 Stunden. Ich bin doch bescheuert. Man stelle sich vor, den Homo sapiens in eine Spezies aus reiner Energie zu verwandeln. Sie können mich für einen Träumer halten, doch ich bin nicht allein. Ja, deine Stimmen im Kopf sind auch bei dir. Mein Versuchsobjekt ist Kevin Sting. Ach, das ist er. Versuchsverlauf. Habe das Objekt kurzzeitigen Stromstößen ausgesetzt. Ja, das kennt man ja. Heftige Zuckungen und unkontrollierte Reflexe beobachtet. Welch Wunder! Bei erhöhter Spannung und zusätzlicher V-Strahlung trat die erhoffte Dematerialisierung des Kopfes ein. Mein Kopf ist auch schon weg. Das Experiment musste abgebrochen werden. Objekt verstorben. Oh, welch Wunder. Als die Apparatur wieder eingeschaltet wurde, materialisierte sich der Kopf jedoch erneut. Externe Stromquelle. Bericht von Sirius Void. PS, verfluchter Sturm hat mir den Strom gekappt. Ich wünschte, das Ding hätte einen Freund mitgebracht. Ich hätte das Experiment vor der Ankunft dieses Geisterjägers verenden können. Ah, ich bin also schon bekannt hier. Toll. Was haben wir hier? Dieser Hund. Ist das ein Hund? Das sieht so genial aus. Ich habe jetzt Geld. Okay. Endresor in Form eines Schwerters. Ich denke, ich brauche Münzen. Hey. Nimm eine Münze, wirf einen und zieh am Hebel. Voila, es gibt 2 Haupthäuser. Einer ist unübergehbar, 3 Schlüssel und eine optional, 3 Siebenen. Spiele, bis du gewinnst. Es gibt genug Münzen. Ist das euer Ernst hier? Alter. Muss ich jetzt die ganze Zeit hier pullen oder was? Yay. Bringen wir aber nichts. Yay. Hey, ich mache jetzt mal nochmal. Ich will nämlich noch das andere. Da sehen wir. Das dauert und dauert, ey. Das ist total spannend hier. Ja, komm jetzt mal. Oh. Ist das auch noch Zufallsprinzip hier? Nee, es geht doch. Was haben wir hier? Mann, was für ein. Ah. Ach, guck an. Ich schaute durch das Fenster in das Stahltür, durch die der Geist gegangen war. In dem Arbeitszimmer saß ein Mann. Ach ja. Ich bin Kevin Sting, Gruselautor par excellence. Mein ganzes Leben diente dem Zweck, Leute zu verängstigen, doch in Wahrheit versuchte ich nichts weiter als die Albträume, die mich täglich plagten, mit jemandem zu teilen. Seit einem Unfall in Kindertagen ergriff eine Krankheit Besitz über mein Bewusstsein. Eine Krankheit, die einfach und doch so schrecklich ist. Die Angst vor dem Tod. Egal, ob ich träume oder wache, zu jeder Stunde ereilen mich Visionen der schrecklichsten Tragödien, die mir zustoßen könnten. Ein falscher Schritt und das war's. In der Wanne ertrinken, lebendig begraben werden, all dies.
zerrt mich aus. Die Ärzte waren ratlos. Doch Herr Voight kontaktierte mich und schlug mir vor, an einem gefährlichen Experiment teilzunehmen. Ja, da mache ich natürlich mit. Ich habe ja Angst vor dem Tod, da mache ich an einem gefährlichen Experiment mit. Ist ja logisch. Ich täuschte mein Verschwinden vor, um all die Journalisten abzuschütteln. Und hier bin ich. Doch vieles stellte sich anders heraus, als Voight es beschrieben hatte. Ein dunkler Verdacht überkommt mich. Ich bin nicht sicher, ob meine Angst mich einholen oder ob es echt ist. Es gibt jedenfalls kein Zurück, denn... Na. Das war das Optionale dann sozusagen. Ah, guck an. Safe. Ah, das... Danke, dass das jetzt alles hier ist, ey. So ein toller Safe. Oh Gott, nein. Deswegen ist das so toll gesichert, nur... Ah, drei Engel. Ist das kein Engel? Schade. Ah, Flugzeug. Hufeisen, Schraube. Ah, ist die Batterie. Edelstein, Feder, Hufeisen. Dartpfeil, Hufeisen, Schraube, Angel, Reichwein, Engel. Oh Gott. Das ist ein Engel. Der sah zwar sehr böse aus, dieser Engel, aber es war schon mal ein Engel. Ach, es gibt mehr Hufeisen. Ja, geil. Ach Gott, Leute, ich habe doch keine Lust mehr drauf gerade. Ich weiß nicht, wie oft ich diesen Satz schon gesagt habe, aber es stimmt einfach. Komm. So ein... Na, ich sag gar nichts mehr. Was gibt's denn noch? Du bist doch ein Engel, du bist ein Engel. Angelhaken, Edelstein. Edelstein. Büroklammer, Taschenlampe, die Tischlampe, Taschenlampe, Hufeisenfeder, ne, oh, Tatfeil, ah, eine Feder, hallo, Feder, Feder, nee. Ach, nix. Das ist bestimmt was von, ne. Natürlich nicht. Warum auch? Es wird so einfach. Ach, Leute. Ihr macht mich gürre mit diesem Scheißspiel. Das ist erst das Erste. Ich bin ein Eck. Büroklammer. Jetzt habe ich noch Angelhaken. Angelhaken. Feder, Hufeisen, Schraube. Feder, Hufeisen, Schraube. Hufeisen, ne? Schraube. Oh Gott. Feder und Schraube. Schlimm ist, was ist für eine Feder? Das weiß ich halt nicht. Weil ich jetzt gesagt, sowas Fedriges hier. Wo ist es nicht? Hello, Mr. Frosch. Ernsthaft? Das hätte ich nie gefunden. Jetzt noch eine verdammte Schraube. Das ist für mich eine Schraube. Nein, nicht, nicht. Ah, sowas in der Art halt. Ah, Schrauben. Ist doch fast schraubisch. Ah, Schraube. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass gleich 2 Uhr nachts ist? Zum Glück Samstag. Ah ja, Strom, Strom. Da, Strom. Wohin? Da. Info.
Wohin? Pegel die Batterien in die Fassung unten. Ach, da unten. Kann ich das nochmal zurück machen? Da oben kann ich auch noch. Zu viel. Ich muss die da irgendwie runterkriegen, aber wie? Ich krieg hier nicht noch nichts. Ich muss das hier. Ah, okay. Boah. Sorry, dass ich gerade so ruhig war. Ich muss mich. Ja, ist gut. Was zu Boden gefallen. Muss auch erstmal sehen, ja. Die muss sich doch irgendwo einsetzen. Ach ja. Ich entsinne mich. Ja. Da rein. Knopf. Dum, 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 dum. Kleiner Schauer überfährt mich, das liegt aber irgendwie an der Temperatur hier. Jetzt geht's nochmal unter Wasser, jetzt geht's noch tiefer. Ja, Keller. Will ich gleich sehen, was ich sehe? Ich weiß es noch nicht. Der müsste mich doch eigentlich erwarten. So total idiotisch. Warum bringt er mich nicht einfach um? Zum Ernst. Oh, wieder ein Ladebildschirm. Hey. Nein. Warum? Leute, warum? Ich komme nicht drum herum, ey. Ich krieg die Krise. Vier Kassetten. Ah, das ist nur Stoff. Ich bedanke mich, diese Kassetten. Das sind keine Kassetten. Filmbänder. Ey, egal. Das ist eine Kassette. Das ist eine Kassette. Das ist eine Kassette.
haben wir denn noch? Glasauge, Schere. Schere. Glasauge. Mausefalle, da habe ich auch schon gesehen. Pferd, Nuten. Was ist die Kassette noch? Pferd und Nutenblatt. Pferd. Schirm. Eins. Zwei. Blauer Hummel. Bitte was? Warum eine normale? Nehmen wir eine blaue Hummel. Hey. Ein Windspiel. Hallöchen. Tasche. Nee. Tasche, Schirm und Notenblatt. Tasche. Wo haben wir denn noch so Sachen? Das Rätsel geht gerade auch wieder schneller. Schirm. Nun, leck mich doch, ist mir scheißegal jetzt. Geil, ich finde natürlich das Auge dann.